Endstand im Spiel Gurten gegen DSV Prolaktal Hartberg 1:1. Ein Wechselbad der Gefühle. Bei mir Trainer Philipp Semlitsch. Spielanalyse der ersten 70 Minuten, die doch etwas ruhiger abliefen. Ja, es war wirklich das erwartet schwere Spiel hier. Wir waren sehr gut vorbereitet auf den Gegner, haben gewusst, dass Gurten Fußball in seiner reinsten Form spielen wird. Sehr viel auf Zweikampf basierend. Der enge Platz kommt ihnen natürlich sehr zugute. Waren aber sehr gut darauf eingestellt, waren wiederum gut organisiert, haben keinen schlechten Fußball gespielt. So, der letzte Durchschlagskraft nach vorne hat gefehlt. Auch klar, weil die Räume richtig eng gewesen sind. Haben dann ein schönes Tor erzielt durch den Dario, der sich gut durchgedankt hat, einen kleinen Fehler der Abwehr ausgenutzt hat und eiskalt verstreckt hat. Haben dann noch zwei gute Situationen gehabt, die wir mit ein bisschen mehr Klarheit gut zu Ende spielen hätten können. Sind dann mit 1:0 in die Pause gegangen, aus der Pause raus, dann war es so ein bisschen Abtasten von beiden Mannschaften. Keiner hat das Visier nach oben geklappt und ist dann ab der 70. Minute leider das Ganze in Hektik verfallen. Ja. Apropos 70. Minute, begonnen hat die Hektik mit dem brutalen Foul an Kevin Warschauner. Zwei gestreckte Füße in Richtung Warschauner. Dann die rote Karte an Dario Dadic. Wie hast du das gesehen vor der Trainerbank? Es passierte genau vor der Bank. Und dann der Ausgleich mit dem bitteren Abstimmungsfehler in der Defensive. Ja, ich sage einmal, dass, wenn man beide Situationen betrachtet, einerseits die Attacke an Kevin Warschauner und andererseits dann die rote Karte an Dario, dann hätte man schon mit gleicherlei Maß messen sollen und beide Situationen gleich beurteilen. Rote Karte für Dario kann man geben, wobei ich dann aber sage, dass zuerst auch wahrscheinlich eine andere Karte gezückt werden hätte sollen. Nichtsdestotrotz hätten wir uns dadurch nicht aus dem Konzept bringen lassen dürfen, weil ab der Situation haben wir uns mit anderen Dingen mehr beschäftigt als wir mit unserem Spiel und haben dann nicht mehr auf Endzweck spielen können und auf das zweite Tor, weil dann wäre die Partie wahrscheinlich gegessen gewesen. Die Situation zum Ausgleich war unglücklich, ein Kommunikationsfehler und ganz klar in solchen Spielen, die spitz auf Knopf stehen, entscheiden Kleinigkeiten und diese Kleinigkeit hat dann entschieden, dass wir keinen Dreier mitgenommen haben. Danke. Okay.